Jo Leute, was geht? Miesi Biesi hier. Ich hoffe, es geht euch gut und willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es, wie ihr im Titel auch schon gelesen habt, um das Thema PHP-Behandlung. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg, wie ihr sehen könnt, live draußen vor Ort und auf dem Weg zur PHP-Behandlung. Und für die, die meine Videos regelmäßig verfolgen, die wissen ja auch, dass ich nach meiner zweiten Harttransplantation regelmäßig PHP benutzt habe oder PHP-Behandlungen in Anspruch genommen habe und das jetzt seit einem guten Dreivierteljahr aber nicht mehr gemacht habe. Und die Unterschiede, die mir aufgefallen sind in der Zeit, wo ich es regelmäßig gemacht habe und in der Zeit, wo ich es nicht gemacht habe, die kommen am Ende des Videos. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran und schaut euch das ganze Video an. Zuerst zeige ich aber erstmal, wie der Ablauf ist, für die, die es noch nicht gesehen haben, und anschließend eben mein Fazit und meine Begründung, warum ich es jetzt wieder mache. Deswegen bleibt dran bis zum Schluss. Wir sehen uns gleich. Macht's gut, ciao! Habe ich jetzt ein altes Video reingeschnitten, denn ich habe mich so lange mit der Heilpraktikerin unterhalten, ausgetauscht und auf einmal war die PHP-Behandlung schon fertig, weil ich ganz vergessen habe zu filmen, aber der Ablauf ist immer auch genau der gleiche. Deswegen habe ich das Video eingespielt. Ich erkläre es aber nochmal. Erst wird euch Blut abgenommen, dieses wird dann an einer Zentrifuge zentrifugiert und zum Schluss wird dann eben das Plasma in deinen Kopf, in die Kopfhaut initiiert. Das Ganze sieht schlimmer aus, als es ist. Aber komplett schmerzfrei ist es auch nicht. Es ist, die ganze Prozedur dauert ungefähr 5 Minuten, das Initiieren. Manche Stellen am Kopf tun mehr, wie manche weniger. Aber es ist auszuhalten, sonst würde ich es nicht empfehlen oder nicht immer wieder machen. Thema immer wieder machen. Warum ich das jetzt auch wieder gemacht habe und eine Zeit lang nicht gemacht habe, erkläre ich euch jetzt, sobald ich zu Hause bin, damit es ein bisschen ruhiger ist. So ist mein Haarstatus. Jetzt, 1,5 Jahre nach der zweiten Haartransplantation. Im Tageslicht, wenn ihr schon dabei seid. Könnt ihr mal gucken, die Haare sind extrem lang. Mittlerweile. Ich lasse sie ja wachsen. Und ja, so sieht's aus. Jetzt geht's erstmal nach Hause, damit ihr ein bisschen mehr Ruhe habt. Dann erkläre ich euch die Vor- und Nachteile, warum ich wieder PHP mache. So, ich bin jetzt zu Hause und will euch jetzt mal das Feedback geben, warum ich wieder PHP mache und warum ich aufgehört hatte damit. PHP habe ich in einem anderen Video, könnt ihr oben mal abchecken, auch schon ausführlicher mal erklärt, was es eigentlich ist. Und nach der Haartransplantation empfehle ich es auch grundsätzlich jedem, einfach um die Haarwurzeln zu stärken, ihnen einen Boost zu geben, damit die Haare früher und schneller wachsen, genauso wie MSM und Biotin. Die Tabletten findet ihr auch unter dem Video, gibt es einen Link zu den Produkten, empfehle ich immer noch zu 100% und die PHP eben nach der Haartransplantation auch. Macht man jetzt mal die Haartransplantation, um Haarausfall vorzubeugen oder quasi zu stoppen, bin ich nicht restlos überzeugt. Bei einigen funktioniert es relativ gut, bei anderen aber fast gar nicht. Und auch bei mir war es eher so, dass ich skeptisch war und auch immer noch bin, dass es meinen Haarausfall nicht wirklich stoppen sollte. Aber die Haare, die da sind und nicht vom Haarausfall betroffen sind, sprich die ganzen transplantierten Haare, die wurden unglaublich stark und kräftig. Und ich habe das vor allen Dingen an einer Sache gemerkt und die will ich euch mal sagen. Und als ich abgesetzt habe, habe ich eben gemerkt, dass es wieder anders ist. Also man hat da wirklich genau gesehen oder kontrollieren können, was mit den Haaren passiert, wenn man mit PHP aufhört. Und zwar folgender Punkt. Ich habe hier einen weißen Schreibtisch. Das ist mein Home-Schreibtisch. Der ist weiß. Und ich bin ein Typ. Ich weiß nicht, ob ihr es auch macht. Schreibt mal in die Kommentare, falls ihr es auch macht. Ich glaube, das ist eine Macke von mir. Ich mache auf dem weißen Tisch immer wieder, gehe ich so durch meine Haare und wuschel so immer wieder durch. Und dann kommt Dreck raus, kommen Schuppen raus und normalerweise auch Haare. Ja, längere, kleinere, alles dabei. Immer wieder, wenn ich das, ich mache das 5 Minuten lang, ich weiß nicht wieso, ich kann es euch nicht sagen, ist bestimmt eine Macke. Und ich mache es über den weißen Tisch und ich sehe dann, was runterkommt. Es ist Dreck, Schuppen und eben Haare. Und in der Zeit, in der ich die PHP regelmäßig gemacht habe, kam da auch ein bisschen Dreck, auch ein paar Schuppen, aber es kamen keine Haare runter. Ich habe 5 Minuten durch meinen Kopf gewischt, immer wieder, ein bisschen massiert, ein bisschen durchgegangen, alles Mögliche. Und ganz selten war es mal, dass vielleicht ein Haar dabei war. Ganz, ganz selten. Und nach der PHP-Behandlung,
jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen und Monaten, wo ich quasi keine PHP mehr gemacht habe, habe ich es auch immer wieder gemacht und es waren echt viele Haare dabei. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass durch die PHP die Haare viel kräftiger und widerstandsfähiger sind. Und meine Haare sind mittlerweile relativ lang, wie ihr sehen könnt. Und ich mache da auch mittlerweile schon Styling-Produkte rein, wie ihr auf meinen Videos ja auch schon festgestellt habt. Und die werden ganz schön strapaziert. Und ich möchte einfach mit der PHP-Behandlung dafür sorgen, dass wenn ich mir zum Beispiel mal so einen Zopf mache, wenn ich mir Gel in die Haare mache, dass ich dabei nicht zu viele Haare verliere, weil ich sie beanspruche. Denn ich habe schon nicht so viele und ich habe sehr dünnes und feines Haar. Und ich möchte einfach nicht weitere Haare verlieren und das Ergebnis am Ende lichter machen, als es nötig ist. Und deswegen nehme ich wieder PHP-Behandlung. Das heißt nicht, dass die Haare, die ausfallen, ja nicht nachwachsen. Die Haare, die beim Wischen hier vorne ist alles transplantiert, die wachsen natürlich immer wieder nach. Aber muss ich mehr Haare verlieren als nötig? Nein, muss ich nicht, möchte ich auch nicht. Und deswegen mache ich PHP, um meine Haare einfach zu stärken. Es tut ihnen sichtlich gut. Ihr könnt es gerne mal selber überprüfen. Nehmt euch ein weißes Blatt, legt euch vorne hin und geht 3-4 Minuten lang nur durch eure Haare. Und schaut einfach mal, wie viele Haare da runterkommen. Macht 2-3 PHP-Behandlungen, macht das gleiche normal. Und bei mir kamen da keine Haare mehr runter. Und ich bin mir auch sehr sicher, dass es bei euch auch so ist. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht selbiges auch schon erlebt habt. Bei mir ist es halt der Fall. Und deswegen mache ich wieder PHP, um meine Haare, die ich habe, zu kräftigen. Nicht um ihr Haarausfall zu stoppen. Das mag vielleicht ein bisschen funktionieren. Aber primär geht es für mich darum, die Haare, die da sind, einfach kräftig zu haben und möglichst wenig normalen Haarausfall zu haben. Das sind Haare, die wachsen ja wieder nach, ne, da es transplantierte sind. Aber ich möchte einfach möglichst kräftige und starke Haare haben. Und das ist der Punkt, warum ich PHP wieder mache. Ich hoffe, mit dem Video wurde einiges auch klarer, was ich von PHP halte und wann ich es gut finde und wann nicht. Nochmal zur Wiederholung. Direkt nach der Haartransplantation empfehle ich auf jeden Fall ein paar PHP-Behandlungen, einfach um die Anwuchsrate möglichst hoch zu halten, da die Haare mit Nährstoffen etc. angereichert werden. Haarbooster, die Haare, die dann wachsen, finde ich, wachsen auch besser. Und Kräftigung. Ja, das sind die drei Punkte, warum ich PHP empfehle. Nicht, um den Haarausfall zu stoppen. Das muss klar sein. Es ist unterschiedlich vom Preis her. Bei manchen ist es günstiger, bei manchen weniger günstig. Sucht euch da was Gutes raus. Ich gehe da zu Edith her, weil ich da meine Haare hatte und ich da super zufrieden bin und die Heilpraktikerin super toll ist und das gut macht. Wenn es bei euch in der Ortschaft keinen Anlaufpunkt von Elite her gibt, dann müsst ihr auch nicht 200 Kilometer weit fahren. Da findet ihr vielleicht auch bei euch jemanden. Die sind vielleicht auch günstiger, ich weiß es nicht. Das war es also das Thema PHP. Ein bisschen abruptes Ende. Ich hoffe, es ist alles klar für euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und ein Like auf dem Video zu lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Miesi Bisi. Macht's gut. Ciao.